Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 9.7., am Morgen des 9.7. Und wir wollen heute auf das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen schauen, auch als das Biest bekannt und die jüngste Korrekturbewegung, die wir hier mal kurz im Stundenchart uns ein Stück weit näher anschauen, ist doch schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also hier vom Hochpunkt im Bereich 191,50 ging es hier bis 185, also knapp 700 Pips nach unten, 600, 700 Pips, und das ist natürlich doch schon sehr, sehr enorm. Wir sehen, aktuell läuft hier eine Erholungsbewegung aufgrund der jüngsten Verluste. Die Indizes, die Märkte scheinen hier im Erholungsmodus zu sein. China mit starker Performance, das kehrte sich ja unlängst ein Stück weit um. Also immer wenn dann eine Korrektur an den Märkten Einzug hielt, ist es bekanntermaßen ja so, dass sichere Hafen gesucht werden, und dann ist hier der US-Dollar und auch der japanische Yen bevorzugt. Und dies führte gerade bei den Yen-Pairs, also die Paare, die hier in Yen gehandelt werden, vom Euro über das britische Pfund, über dem Schweizer Franken und hier zu einer starken Abwertung. Einzig der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hielt sich noch relativ gut, aber auch hier waren Abgaben zu verzeichnen. Letztlich ist es so, dass wir jetzt hier zumindest einen Erholungsimpuls heute sehen. Das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen hat sich hier auch schon wieder um 210 Pips nach oben bewegt. Die durchschnittliche Tagesrange ist hier angestiegen. Wir bewegen uns jetzt hier im Bereich von 190 Pips pro Tag. Es gibt auch Ausreißer, gestern allein 449 Pips gelaufen. Also das sind wirklich enorme Hausnummern, die hier zurzeit abgearbeitet werden. Und das Währungspaar, wie gesagt, hat hier durchaus noch Spielraum. Also es ist hier nicht so, dass es ein Ende haben muss. Allerdings läuft hier, wie gesagt, die Erholungsbewegung, und die könnte hier zunächst, wenn man nur den Stundenchart betrachtet, dazu einladen, dass man sagt, okay, wir haben hier ein Erholungspotenzial, was theoretisch, technisch gesehen bis an diese Widerstandszone reichen dürfte. Hier haben wir ein sehr schönes Level, und wenn wir hier auch noch mit Fibonacci arbeiten, um sozusagen die Level exakt zu berechnen, hier vom Hoch der Woche zum Tief, dann haben wir es hier mit dem 50er-Retracement-Level relativ punktuell zu tun. Und das führt natürlich dazu, dass wir hier im Bereich 188,30 roundabout plus minus 10 Pips durchaus mal schauen muss, was der Markt dort tut. Denn wenn es dort eine Umkehrkerze gibt, beziehungsweise ja eine Umkehrformation nach Candlestick Art, sei es ein Bearish Engulfing oder sei es ein einzelner Shooting Star, dann kann das hier durchaus schon ein Startschuss sein für eine mögliche neuerliche Abwärtsbewegung. Aber kleines Aber kommt jetzt hinten dran, denn gerade wenn wir uns jetzt mal das größere Bild zum Währungspaar anschauen, dann wird auch eines deutlich, und das schauen wir uns, wie gesagt, jetzt gleich an. Nach dem Moment, ich will noch ein Stück was hochladen. Hier nämlich im Tagesschartintervall sehr, sehr interessant. Die jüngsten Rücksätze, wie gesagt, enorm, aber schauen Sie mal, wo wir hingelaufen sind. Hier ist der Bereich 184, 70, 185 Yen. Nicht ganz erreicht mit 185,14 hier im Tief am heutigen Handelstag, beziehungsweise gestern waren wir hier noch ein Stück tiefer, 185 rund, also doch schon Touchdown, wenngleich 184,70 nicht abgearbeitet wurden. Aber wir sehen hier den Rücklauf an eben dieses Level. Und jetzt hier eine, ja, Kerze, die sich hier versucht, nach oben zu arbeiten. Tatsache ist, es dürfte hier sozusagen ein Inside Day werden. Selbst wenn das Währungspaar jetzt noch 100 Pips nach oben steigt, haben wir hier immer noch nicht die gestrige Tageskerze sozusagen überwunden. Aber interessant war, dass wir hier mit Ausbruch unter die Unterstützung 190 Yen, und wir hatten das Devisenpaar ja unlängst schon mal diese Woche hier auf dem Fokus, eben mit der Annahme, dass es hier nach unten gehen kann. Da gab es noch ein kurzes Tauziehen, aber letztlich kippte dann der Preis deutlich nach unten. Und wenn man hier diesen Chart sieht, diese Chart-Konstellation, dann war das hier mit dem Rückgang unter das Level hier von 189,70 schon eine sehr, sehr signifikante ja, Tendenz, die hier, und zwar nicht in dieser Deutlichkeit, aber durchaus dazu einlud, hier ein Short-Engagement selbst auf Swing-Trading-Basis, auf Tagesbasis zu starten. Mit dem Ausbruch hier unter 189,70 waren faktisch gesehen weitere Verluste durchaus denkbar. Und jetzt haben wir eben hier den Bereich 189,90/189,25. Und hier würde sich dieser Bereich auf diesem Niveau hier oben befinden. Das wäre praktisch dann die nächste Stufe, auch knapp am 61er Fibonacci-Level, für den Fall, dass der Markt nicht am 50er Retracement stoppt, haben wir hier knapp drüber bereits die nächste Zone.
So, und wir drehen mal die Fibonacci-Levels, damit es da keine Verwirrung gibt. So. Und da haben wir im Prinzip hier die nächste Zone, eben hier 189, 25, 189, 70, die hier mit Augenmerk beobachtet werden sollte. Auch hier sehr schön zu sehen, die Kerzenkonstellation am Abend des 7.7. Hier nochmal ein Rücklauf an diese Zone, dann Ausverkauf, jetzt eben hier die Erholungsbewegung und eben genau zwischen diesem Bereich wird es hier sehr, sehr interessant, was das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen macht. Wenn wir hier reinlaufen, gibt es eben Möglichkeiten, dass wir entweder schon hier in diesem vorzeitigen Bereich wieder nach unten abdrehen. Oder das Ganze dann eine Stufe höher vollziehen, eben knapp unter 190 Yen, um dann einen Rücklauf zu starten. Rücklauf deswegen, weil hier das übergeordnete Bild jetzt durchaus angeschlagen ist und daran muss man sich jetzt auch halten und da hilft auch keine Hoffnung. Letztlich sind aktuell hier korrektive Erholungsbewegungen erstmal denkbar und da reden wir eben auch über einige hundert Pips, aber hier eben in diesem Zonenbereich dann aufpassen, was hier passiert. Faktisch, ein Ausbruch über 190 Yen, eine Rückkehr über 190 Yen wäre sicherlich wieder bullisch zu sehen. Ja, das heißt, dann wäre hier dieser aktuelle Rücklauf, diese aktuelle Erholung, gerade mal der Beginn eines neuerlichen Aufwärtsimpulses. Aber hier sind viele, sage ich mal, Porzellanteller zerschlagen worden, um es mal so auszudrücken. Und wenn wir hier nach oben laufen, jetzt habe ich hier auch noch eine kurzfristige Abwärtstrendlinie in den Chart geholt, dann ist gerade hier in diesem Bereich dann in Anführungszeichen die Luft sehr, sehr dünn und es ist davon auszugehen, dass der Markt dann in der Folge doch wieder abkippt. Das muss man ganz klar sehen, obgleich hier die Saisonalität, die ich Ihnen jetzt gleich mal ins Bild holen werde, nicht ganz so konfirm geht, zumindest kurzfristig. Also mit Blick auf die kommenden 20 Handelstage bis in den August hinein könnten wir hier nach kleinem Stabilisierung einen Erholungsimpuls sehen. Doch schauen Sie mal, was uns dann erwartet im August. Das ist interessant. Und mit dem Ausbruch von oder vom Wochenstart haben wir hier vielleicht die Grundlage dessen gelegt, was uns dann in den kommenden Handelswochen erwarten wird. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Behalten wir mal das britische Pfund und auch alle anderen Yen-Pairs im Auge. Ich vermute gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Indizes scheinbar noch nicht fertig sind nach unten, dass hier nochmal neuerliche Rückschläge folgen könnten. Bleibt spannend, liebe Zuschauer. Ich sage erstmal danke und wir hören uns, wenn Sie mögen, gleich wieder zur DAX-Beschau, Schrägstrich spätestens morgen wieder 9:30 Uhr zum JFD-Devisenradar. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.